Guten Morgen aus Berlin, die neuen Corona-Zahlen aufbereitet und präsentiert von Olaf Gersemann aus der Weltredaktion. 73.867 Fälle wurden gestern registriert. Im Vorwochenvergleich ergibt sich der 11. Rückgang hintereinander, aber mit minus 3,4% ist der Rückgang der kleinste seit dem mutmaßlichen Scheitelpunkt der Omikron-Welle. Die 7-Tage-Inzidenz, sie steigt sogar leicht von 1.346,3 auf 1.346,8. Das ist hier das erste Plus nach 8 Rückgängen in Folge. Relativierend ist zu sagen, Sonntagswerte haben immer eine vergleichsweise kleine Aussagekraft, da ihre Höhe besonders von der schwankenden Meldedisziplin der Stadt- und Landkreise abhängt. Außerdem ist ein zwischenzeitliches Auseinanderfallen der Entwicklung von Inzidenz einerseits und Fallzahlen im Vorwochenvergleich andererseits wegen der vom RKI angewandten Methodik durchaus nicht unüblich. Sinkende Fallzahlen bei steigenden Inzidenzen, gerade sonntags ließ sich dieser Schluckauf-Effekt in der Vergangenheit beobachten. Gehäuft gab es diesen Effekt etwa beim Auslaufen der zweiten Infektionswelle im Februar 2021. Bei den Jüngeren sinken die Corona-Zahlen weiter überproportional. 14.972 Corona-Fälle im Alter von unter 15 Jahren sind gestern gemeldet worden. Im Vorwochenvergleich ergibt sich ein Minus von 13%. Das ist hier nun der 11. prozentual zweistellige Rückgang in Folge. Anders als vor allem bei den Kindern steigen die Corona-Fallzahlen bei den Senioren weiter. Gestern wurden in der Altersklasse 60 plus 8.817 Fälle gemeldet. Das ist der höchste Sonntagswert seit Pandemiebeginn. Der Ü60-Anteil ist mit 12% weiter deutlich erhöht. 22 Corona-Tote wurden dem RKI gestern gemeldet. Insgesamt sind wir damit in der vergangenen Woche bei 1.320 Verstorbenen gewesen. Das sind mehr als in jeder der vorangegangenen 4 Kalenderwochen. Richtig ist aber auch, seit Jahresbeginn sind 47% aller Fälle gemeldet worden, aber weniger als 8% der Verstorbenen. Die Fallsterblichkeit im laufenden Jahr beträgt nur 0,14%. Tendenz weiter sinken. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Start in den Tag.